Ja, guten Abend, liebe Marketing-Club-Mitglieder. Heute Abend sind wir im Epizentrum des Düsseldorfer Karnevals. Wir sind von Jack Tilly eingeladen, natürlich auch das Düsseldorfer Komitee lädt natürlich heute Abend den Marketing-Club ein. Und ich möchte natürlich heute Abend dem Jack noch zwei, drei schöne Fragen stellen, damit wir auch mal noch so ein bisschen von ihm erfahren und so weiter. Jack, einverstanden. Was machst du eigentlich, wie bist du eigentlich zu diesem Job gekommen, den du heute hast? Ja, Karnevalswagenbau, das habe ich schon gemacht, bevor ich studiert habe, direkt von der Schulbank mit 20 angefangen, Wagen zu bauen, hat auch direkt geklappt. Ich glaube, das kann man nicht lernen, das muss man irgendwie im Blut haben. Dann habe ich natürlich was Anständiges studiert, gedacht, ich lerne noch was Anständiges, mache einen anständigen Beruf, bin aber doch beim Karnevalswagenbau geblieben, weil es doch der schönste Ort der Welt hier ist. Das finde ich, war ja auch in der letzten Zeit so oft hier. Ich möchte dich natürlich fragen, wo nimmst du immer die Ideen, die Motivation und so weiter her, damit du jedes Jahr wieder diese super, wie auch diesem Jahr, super schöne Mottowagen hinbekommst, noch dieses Jahr noch mit einem on top, nochmal 6 obendrauf. Wo nimmst du das eigentlich immer her? Naja, also die Motivation, die ist einfach da, ist ja klar, bei dem Riesenpublikum, ne? 100.000 am Straßenrand, nochmal ein paar Millionen in den Medien, Fernsehen, Bilder, die um die Welt gehen, das ist natürlich Motivation genug, wenn man sich so selbst darstellen darf als Satiriker. Wer hat schon so eine Bühne? Naja, und die Ideen? Da muss man schon arbeiten. Die kommen nicht von selber, ne? Beim Radfahren oder beim Duschen hat so mancher die Vorstellung, die fliegen einem dazu. Da muss man sich wirklich hinsetzen und richtig arbeiten, sie richtig durch das tiefe Tal der Durchschnittlichkeit durcharbeiten, bis vielleicht mal eine gute Idee dabei ist. Das dauert Stunden, das dauert Tage, das dauert manchmal Wochen. Ja, ich habe das ja selbst mitbekommen. Du hast mir ja nachts Mails geschickt, als du noch drüber gebrütet hast und so weiter. Was ich natürlich mal gerne wissen möchte, wie bist du denn eigentlich so mit dem neuen Geschäftsführer und wie kommst du mit dem klar? Ist du mit dem gut zusammenzuarbeiten? Also, das ist absolut perfekt, würde ich sagen. Ich habe mich nie beklagt über das Düsseldorfer Karnevalskomitee. Da waren immer gute Leute, die haben immer mir Rückenwind gegeben, die haben immer mir grünes Licht gegeben. Es gab nie eine Einschränkung, irgendeine Zensur, seit Riegszeiten jedenfalls nicht. Und die Kette geht nahtlos weiter, ne? Bis jetzt eben du hier diesen Job hast. Und ich glaube, die Zusammenarbeit wird auch idealst, oder? Ja, ich kann wirklich nicht klagen. Mich hat es jedes Mal gefreut, wenn wir zusammen saßen. Ja. War alles perfekt. Und ich hoffe, dass es noch die nächsten 20 Jahre so geht. Definitiv nicht. Oh. Nein, nein. Aber mal schauen, wie lange das mal machen. Ja, klar. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auf einen schönen Abend. Okay.